Es sieht exzellent aus aktuell, ja. Es sieht richtig gut aus. Wobei ich nicht weiß, inwiefern das in irgendeiner Art und Weise korreliert mit unseren bisher gezeigten Leistungen, weil die waren meiner Meinung nach jetzt noch nicht optimal. Tresoldi erzielt erstes Saisontor. Wir sind aktuell Tabellenzehnter nach 4 Spielen, 2 Siege, 2 Niederlagen. Die Niederlagen, bin ich ganz ehrlich, hätten nicht sein müssen. 0-4 gegen Hertha, da kann man besser sein. Dann 4-0 gegen Rostock gewonnen. St. Pauli 2-0 verloren auf St. Pauli. Gut, Hertha und St. Pauli auch keine leichten Gegner, sind 1-2 in der Liga. Ne, 2-3. Und jetzt geht's ins Derby und das direkt als erstes Spiel dieser Episode. Das heißt, wir haben ein bisschen Druck kurz vorm Transfer-Deadline-Day. Transfers werden wir aber wahrscheinlich nicht mehr machen. Gucken wir uns an, was bei den Feinden so los ist. Kein Spieler mit einem Sternchen, das ist gut, Taktikkonzept. Keine wichtigen Defensivspieler, keine wichtigen Offensivspieler, das ist genau das, was ich lesen möchte. Und ab geht's. Wir müssen nicht darüber reden, wie dieses Stadion aussieht. Ist natürlich überhaupt nicht gemacht für so ein Derby. Sind wir uns, glaube ich, alle einig. Schreckliche Bilder, die wir hier erleben müssen. Ganz schreckliche Bilder. Stehen wir an der Seitenlinie und ab geht's. Erstes Spiel, direkt Derby. Erste Chance. Tresoldi scheitert, schade. Ah, guter Ball und Zieler ist da. Gottes Willen, ey. Leute. Wenn so schon losgeht. Unsere Nummer 1, Ron Robert. Zieler. Wird wahrscheinlich jetzt im Eintrachtstadion nicht durchgesagt werden. Ah, es sieht gut aus, Jetzt durchstecken. Machen wir nicht. Jetzt aber durchstecken. Steck ihn durch. Und Teuchert. Oh, direkt auf den Mann. Ekelhafte Bilder. Halste, komm. Ah, schade. Ah, sieht gut aus. Bisher 15 Minuten gespielt. Wir sind die bessere Mannschaft. Nicht im Abseits. Schön mit Leopold, der Doppelpass. Nochmal hinten rum aufgebaut über Kunze und Tresoldi. Und da ist es! Da sind wir! 1-0! Geil, Junge! Nicolo Tresoldi. Zweites Saisontor. Ja, ganz, ganz wichtig. Wunderbarer Ball von Kunze und Tresoldi mit links. Ja, das habe ich ja gesagt, ne? Wir haben einen guten Keeper und der BTSV halt eher nicht. Wichtig jetzt, dass sowas nicht passiert. Moroja, ganz schlechtes Stellungsspiel. Oh Gott. Ah, Zieler. Wichtig, meine Güte. Und jetzt in der Mitte Uja. Oh, Krüger, auf den müssen wir aufpassen. Oh, Zieler, Junge. Ah, wir haben halt einfach den besten Keeper der zweiten Liga zwischen den Pfosten. Was soll ich euch erzählen? Zeitpunkt in der Saison. Helgason, viel zu frei. Um Himmels Willen. Oh, wei. Wer hat da das Abseits aufgehoben? Und wer ist das überhaupt? Wer soll das sein? Viel zu viel Platz. Und Halstenberg hebt das Abseits auf, weil er sich von Uja binden lässt, weil er nicht vorbeikommt. Er will vorbeilaufen, kann nicht vorbeilaufen, Zieler wirft sich aus dem Weg. Und nur so können sie treffen. Hier wird gelacht während der Halbzeitpause, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir liegen nicht zurück. Boah, viel zu leicht, jetzt greift die doch mal vernünftig an. Boah, alter Lachs, ey. Eckball kommt, Kopfball kommt, Zieler ist da. Boah, meine Fresse, oh, freie Schussbahn auf der Linie. Derrick Köhn, boah. Die haben viel zu viel Platz in allen möglichen Bereichen. Das kann es doch nicht sein. Hier schon wieder direkt frei vor der Hütte. Zieler klärt in höchster Not und Phil geht dazwischen. Oh. So, Tresoldi rein, raus. Vogelsammer rein, Schaub raus, Nielsen rein. Eure Chance zu scheinen. Vogelsammer sieht aus wie die absolute Maschine. Jetzt haben wir ein richtiges Problem. Jetzt haben wir richtig Stress. Oh Gott, Zieler. Das sieht gut aus. Jetzt der Ball auf Vogelsammer. Kommt da nicht ran. Nielsen nochmal. Setzt schön nach. Sehr gut. Teuchert. Auf Nielsen. Oh, die müssen wir nutzen. Jetzt muss man den auch vernünftig ausspielen. Moroja über rechts. Hat das Tempo. Muss einer mitgehen im Rückraum. Köhn. Teuchert. Da sind wir. Führung erneut. Ganz, ganz wichtig. Sadie Teuchert. Schrecklicher Ball von Moroja. Viel zu weit nach links. Alle mitgegangen. Aber der muss natürlich direkt auf Teuchert kommen. Köhn macht es aber überragend und Teuchert mit links. Und wenn du nicht den besten Keeper der Liga hinten drin hast, dann wird's schwer. Und gleich müsste es dann vorbei sein. Ein langer Ball noch. Und ich reiß schon mal die Arme hoch, weil das war's. Derby-Sieger. Wichtig, Derby-Sieg für Hannover 96, 2-1 gegen den BTSV auswärts, Fans zufrieden, ich zufrieden, zweimal die Führung, einmal Tresoldi, einmal Teuchert, zwischendurch absolut Glück gehabt, dass der beste Keeper der Liga uns da im Spiel gehalten hat und das sind Szenen, die wir nicht sehen wollen, das ist nämlich nicht realitätsnah, wir waren das entschlossenere Team, wir waren besser vorbereitet, wir waren das entschlossenere Team, das war auch der Kampfgeist, den wir da hatten an der Stelle, wir wollten Tore machen, das ist uns gelungen, 2 Stück an der Zahl,
Und defensiv standen wir Gott sei Dank gut genug und hatten einen überragenden Keeper, der uns da drin gehalten hat. Warum spielt RAMB nicht? Ja, da hast du wohl die erste Folge verpasst. Bright RAMB sitzt aktuell bei uns nur auf der Bank, weil der sich in den ersten Spielen zwei oder drei absolute Aussetzer geleistet hat. Und dementsprechend haben wir Max Christiansen zum IV gemacht. Und wir spielen gegen Elversberg. Zwei wichtige Spieler, Boyamba und Jäkel. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, aber wenn wir mal gucken, wir haben auch keinen Rochelt in der Startelf. Keiner, ob der verletzt ist oder... sitzt auf der Bank, warum auch immer. Schnellbacher im Sturm vorne, Fakir wohl auch auf der Bank und Lehmann im Tor statt Christoph. Das ist auf jeden Fall unterschiedlich im Vergleich zur Realität gerade. Teuchert ist nicht hundertprozentig fit, hat aber getroffen, deswegen lassen wir ihn drin und auch Schaub kriegt nochmal seine Chance. Heißt nicht, dass das für immer so bleibt, müssen wir jetzt fairerweise dazu sagen, weil es kann auch durchaus sein, dass ich früher oder später sage, Louis, das ist nicht das, was ich mir von dir erhoffe. Da erwarte ich ein bisschen mehr und dann müssen wir natürlich gucken, dass wir da auch mal anderen Jungs die Chance geben. Zum Beispiel einem Howie oder auch zum Beispiel einem Sebastian Ernst. So, schön. Teuchert jetzt hier. In Rückraum auf Köhn. Der versucht und da ist nicht das 1:0. Wer war das mit dem Kopfball? War das Moroja? War das Schaub mit Teuchert? Wieder Schaub. Köhn ist das. Und Trisoldi. Nicolo Trisoldi, drittes Saisontor. Seine erste richtige Profisaison, wo er auch von Anfang an eine richtig große Rolle spielt. Und wieder ist es Ron-Robert Zieler, der uns da am Leben hält. Nach der Flanke von Elversberg. Boah, das sieht nicht gut aus. Und Pfeil macht den Ausgleich. Defensiv sind wir zu anfällig. Ich weiß nicht, was da das Problem ist. Die musst du halt richtig stark unterbinden, ne? Sehr gut von Leopold wieder. Der Terrier da im Mittelfeld, Junge. Und jetzt Vogelsammer mit viel Platz. Zu langsam. Vielleicht ein bisschen problematisch in der Entscheidungsfindung. Man muss ja entweder sich früher dazu entscheiden, abzuschließen, oder er muss sich früher dazu entscheiden, den quer zu legen. Elversberg geht in Führung. Oh, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Was ist denn hier los? Bisschen ideenlos da, wieder abdrängen lassen. Trisoldi! Da haben wir es doch wieder. Und ich bin zu spät mit der Tormusik. Moment, geht gleich los. Da gehen wir auch gleich mal ins Teammanagement rein. Schön. Gut aufgebaut. Oh, jetzt Vogelsammer. Jawoll! Wichtig! Goldenes Händchen vom Trainer zur Halbzeit. Das ist fantastisch. Ey, Jungs. Oh, Gott. Aber wahrscheinlich verdient. Ey, guckt euch die Spielanteile an. Das ist einfach gegen den Aufsteiger zu wenig. Raus mit dem Trainer. Ja, was habt ihr denn gesoffen, sag mal? Habt ihr gesehen, was die da defensiv gemacht haben? Bei so einem Hühnerhaufen, da kann ich auch nicht eingreifen. Breitenreiter kommt. Ja, das ist auch typisch Hannover. Schön an der Vergangenheit festklammern. Das können wir hier besonders gut. Glatzel ist Spieler des Monats. Großartige Form. Super, weil der wird als nächstes gegen uns spielen. So, hier, guck mal. Hannover hat einen neuen Star. Nicolo Trisoldi. Der neue Fokus oder der neue Mann im Fokus von Hannover 96. Nicolo Trisoldi ist zwar ein wertvoller Spieler, zu den Top-Leuten des Clubs gehört er eigentlich eher nicht, doch durch zuletzt beständig guten Leistungen in der letzten Zeit steht sein Name wohl ganz oben in der Mannschaftsliste von MGT. Und das ist auch richtig so. Nicolo Trisoldi ist für uns eine Bank. Marlon Radmann, komm, den nehmen wir. Wir nehmen Noah Lang. Der eigentlich in Belgien selber Profifußballer ist, aber hier nicht. Und wir schicken ihn tatsächlich auch genau in die Schweiz. Wir gucken mal, was in der Schweiz so passiert und ob wir da Möglichkeiten haben, nochmal einen neuen Tranquilo Barnetta ranzuholen. Wer es nicht wusste, ja, Tranquilo Barnetta hat für 96 gespielt. Wir spielen selber gegen den HSV. Ist ja ein Freundschaftsduell. Wir bleiben bei der gleichen Elf. Einmal noch. Da kommen die Jungs an im Volksparkstadion hier. Talk zwischen Tim Walter und mir. Klar, ich habe mich vor dem Spiel genauestens mit ihm unterhalten. Und dann gehen wir hier rein und direkt die erste wichtige Balleroberung von Phil Neumann. Abgeht, beziehungsweise was wir hier machen können gegen... Das mit Abstand beste Team der Liga. Das ist ein bisschen zu einfach, würde ich jetzt fast mal sagen. 4 Tore in 7 Partien, auch bei dem läuft es dementsprechend ganz gut. So, Sadie wieder. Ah, Nicolo, ein bisschen zu einfach da.
Jetzt aufpassen, nicht in den Konter reinlaufen. Oh, Jatta, der ist so schnell, der ist so schnell. Probleme an Kasse 2. Oh. 11. Minute, 2:0 für den HSV. Das geht zu einfach. Fast die Gelegenheit dafür Seddi. Und dann, ja, als hätte er gerade vor dem Spiel überhaupt nichts trainiert. Alter Lachs, ey, und jeder Schuss ein Treffer. Was passiert denn hier? Was soll ich denn da machen? Da geht ja überhaupt nichts. Ludovic Reis, ja, der Dritte. Der Dritte. Das ist schon wirklich, wirklich stark. Teuchert, mach ihn. Abseits. Würde ich gerne nochmal die Wiederholung sehen. Abschluss super. Ich vertraue Linienrichtern in der zweiten Liga nicht. Das ist relativ eindeutig, alles klar. Insbesondere, weil 96 hinten weiterhin nicht in die Zweikämpfe kommt. Nee, war eine gute Idee, das selber zu spielen. Das ist aber auch einfach von Köln kein Abwehrverhalten. Ne? Realistisch ist das zu diesem Zeitpunkt aber nicht. Vor allem nicht, weil es 0-5 steht. Tortur für jeden mitgereisten Fan in dieser Partie. Boah, und Halstenberg, das erste Mal mit einem Torschuss, der nicht drin ist. Laszlo Benes macht fast sein viertes. Enzo Leopold, erster Torschuss von Hannover 96 in dieser Partie. Und Howie! Nee, Vogelsammer war's. Erste gute, richtig gute Chance, zweite richtig gute Chance. Und zeigt hier in diesem Spiel mal Ron-Robert Zieler, wer die eigentliche Nummer 1 ist, aber Hannover ist da und zwar mit Marcel Halstenberg. Da geht noch was. Sag ich jetzt mal so. 96 aber immer noch extrem verunsichert, gerade wenn es darum geht, aus der eigenen Halbzeit. Aus der eigenen Hälfte, meine Güte, rauszuspielen. Was der mit dem Ball da anstellt, ist wirklich Wahnsinn. Und 6:1. Eine Demontage. Man kennt es aus der letzten Saison, auch da der HSV mit einem 6:1 Sieg in, nicht in Hannover, gegen Hannover. Hier nochmal mit einem guten Zweikampf. Und vielleicht nochmal mit einem Antritt Richtung gegnerische Hälfte. Nochmal geschickt über die rechte Außenbahn. Phil Neumann mit seinem Tempo. Hat ja Außenverteidiger gespielt, aber Ambrosius ist da. Und das bezeichnet eigentlich schon alles, was man zu diesem Spiel wissen muss. Und damit ist es vorbei. 6:1 für den HSV. Laszlo Benes, 3 Tore. Und Hannover mit einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang. Schlechter als in der ersten Halbzeit. War es wohl aber auch nicht mehr möglich. Interview wird geskippt. Und bei Hannover kriselt's. Und zwar ordentlich. Und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was wir alles ändern, aber Nielsen kommt auf jeden Fall rein. Aktuell Tabellen-9. Wir gucken mal auf die Tabelle vor diesem Spiel. Holstein Kiel aktuell Tabellen-15. Nur 7 Punkte aus den ersten 7 Spielen. Hannover immerhin 10 Punkte. Könnte mit einer Niederlage allerdings auch ganz tief unten reinrutschen. Die 3 Aufsteiger auf den Abstiegsplätzen und vorne der HSV rennt davon mit 19 Punkten. Ungeschlagen. Genauso wie der FC St. Pauli. Düsseldorf auf Platz 3. Dahinter Paderborn, Schalke und Hertha. Für Hannover wäre es wichtig, jetzt Punkte mitzunehmen. So, schauen wir mal kurz rein hier. Luis Holtby, wichtiger Offensivspieler, sicherlich. Wir machen es kurz und schmerzlos. Wir gehen in eine Schnellsimulation. Und hoffen einfach, dass wir da wenigstens ein vernünftiges Ergebnis rausholen. Es wird ein 2:2 nach zweifacher Führung. Das ist halt wieder bitter, weißt du, weil das darf dir normalerweise nicht passieren. Nach zweifacher Führung darfst du nicht noch 2 Tore kassieren. Nielsen und Trisoldi treffen. Die Jungs machen sich Sorgen, dass aktuell irgendwie die hohen Ansprüche fehlen. Wir haben den Eindruck, dass hier niemand Sehnsucht nach Titeln hat. Bitte sagen Sie uns, wie Sie die Situation verbessern wollen. Danke für deine Mitteilung. Als Kapitän wäre es ja nun mal eigentlich deine Aufgabe dafür, auch mal ein bisschen bei der Mannschaft zu sorgen. Wir haben ja gesehen, was das Problem war in den letzten Wochen. Das lag sicherlich auch daran, dass die Mannschaft einfach nicht so unterwegs war, wie es hätte sein müssen. Ich würde sagen, wir packen Leopold wieder rein. Besuchkow bleibt auf der Bank. Wir gehen hier in eine richtige Simulation rein, um zu gucken, ob der Schiedsrichter auch wirklich alles unter Kontrolle hat dieses Mal. Ache, Tetschi, Raschel, Aremu, Poku. Kein super wichtiger Spieler. Perfekt eingespielte Mannschaft, die immer ihre Position beibehält. Auswärts auf dem Betze. Das hilft uns natürlich nur nicht weiter, wenn trotzdem jeder Schuss ein Tor ist. Terence Boyd, 1:0. Riesige Lücken da, riesige Lücken! Was ist denn das? Das ist ja unglaublich, wie Ache da durch unsere Defensive durchgeht. Alter Schwede. Eckball, wir gehen rein. Warum schießt Nielsen per se erstmal die Ecke? Das macht ja auch gar keinen Sinn. Terence Boyd, 13:0.
Das macht Spaß aktuell. Das macht Spaß für jeden 96-Fan, gerade für die Mitgereisten. Wenigstens Ergebniskosmetik wäre jetzt noch wichtig, aber auch Tresoldi vergibt. Mann-gegen-Mann-Verteidigung. Das wäre vielleicht mal eine Option. Scott mit dem Kopfball. Auch der ist nicht drin. 7 Schüsse. 4-2 Chancen. Und wir verlieren das Spiel 3-0. Wir sind in einer Sinneskrise. In einer richtigen Sinneskrise. Bright RMB hat die Defensive leider Gottes überhaupt nicht verbessert. Brooklyn Eseys Ansätze sind so gut, dass ich tatsächlich sage, Köhn geht erstmal raus. Formationsänderung ist auf jeden Fall eine Option, aber da müssen wir bis zum Winter warten, weil wir haben nicht das Personal dafür. Wir haben nicht die Möglichkeit. Dementsprechend müssen wir da darauf bauen, dass es jetzt besser wird im nächsten Spiel. Hoffen wir, dass es auch funktioniert. Oh, Leopold, da sind wir direkt mit der ersten Gelegenheit. Eze ohne jeglichen Offensivdrive in der Situation. Aber soll mich noch nicht stören, solange das nicht ein permanentes Phänomen bleibt. Ich weiß nicht, warum Vogelsammer die Ecken schlägt. Was soll das? Aber gut, es bringt uns die ersten Chancen. Phil Neumann, Louis Schaub mit rechts. Nicht seine Paradedisziplin. Natürlich beweisen will, dass das die richtige Entscheidung war. Tresoldi, Schaub. Aha, wieder mit rechts. Oh, der VfL im 16er. Und Zieler ist da. Gott sei Dank. Kurz vor der Halbzeit hier. 5 Schüsse, eine Chance. Genauso viele wie Osnabrück. Phil Neumann, klasse Balleroberung. Tresoldi und jetzt Louis Schaub. Und da ist es. Da ist es. Meine Güte, das. Oh, wir führen. Erstmal kein Wechsel. Wir beachten aber genau das Fitnesslevel von den Jungs. Ich sag mal, Systemumstellung auf Derrick Köhn, auch wenn er nichts damit zu tun hatte, hat er Erfolg. Boah, Zieler. Nächste dicke Gelegenheit für Osna. Moment des Abspiels verpasst da. Nochmal Louis Schau. So wichtig für die Moral, so wichtig für alles, ehrlich gesagt gerade. Trainer wieder mit Kredit, Vogelsammer, kurz vor seiner Auswechslung. Eze, gut eingeschaltet ins Offensivspiel. Und Tresoldi, da haben wir doch wieder unseren Top-Torschützen. Wichtig, wichtig, Nicolo Tresoldi. Sehr schön. Ist mir rausgerutscht, Entschuldigung, wollte ich nochmal kurz einwerfen. Wir bleiben wieder nicht zu null. Aber dann ist es durch. Gott sei Dank. Won't forget these days. Schalt durch die Heinz von Heiden Arena. Wir gewinnen mit 3-1. HSV gewinnt 1-2. Beim BTSV. 14 Punkte, Tabellenplatz 8 und schon sieht alles nicht mehr so schlimm aus, ja? Also, wir haben 6 Punkte Rückstand auf Tabellenplatz 3, aber nur 3 Punkte auf Tabellenplatz 4. Wir haben das deutlich schlechtere Torverhältnis. Wir haben die mit Abstand schlechteste Defensive der zweiten Liga. Natürlich auch durch die Klatsche gegen den HSV. Haben wir mit 16 Toren auch zumindest mal die drittbeste Offensive der Liga. Vorne der HSV auch durch den Sieg gegen uns natürlich mit 26 Toren völlig vorweg. Mittlerweile aber auch genauso wie St. Pauli bereits mit einer Niederlage. Gegen wen haben die verloren? Und verloren haben sie gegen St. Pauli tatsächlich sogar. Der BTSV, Elversberg und Wiesbaden aktuell auf den letzten Plätzen. Magdeburg 15. Liam Lang, gutes Potenzial, aber nicht interessant. Hat er nur gescoutet, weil der andere Scout auch Lang heißt. 16 Jahre alt, gutes Potenzial, guter Marktwert, den verpflichten wir. Raphael Kaufmann, 15 Jahre alt, maximal 75, jetzt schon. 78 bis 94 Potenzial, 1,2 Millionen Euro wert. Raphael Kaufmann, Offensiv-Allrounder, Flügelspieler unter anderem. Da gucken wir uns doch gleich mal an, wie der aussieht. Es gibt Dinge, die kapiere ich bei ihm. Führungsstil einfach nicht. Boss, es scheint alles egal zu sein. Die Meinung ihrer Spieler, die Meinung anderer Leute, die Stimmung in der Mannschaft, alles egal. Sowas wie Teamgeist kümmert sich nicht. Sie interessieren sich nur für Ergebnisse und solange wir siegen, ist ihnen alles andere egal, oder? Okay. Ansage vom Capitano. Ja. Für mich steht das Team im Mittelpunkt. Wir brauchen anscheinend ein Team-Event. Müssen wir Kart fahren gehen oder sowas, irgendwas in der Richtung. Ja, bei Ron-Robert Zieler. Irgendwas stimmt da nicht. Ich weiß nicht, ob es im Privaten liegt oder sowas, geht mich auch nichts an. Dafür ist er Kapitän, dafür gibt es einen Mannschaftsrat im Zweifel. Aber wenn er mit sowas zu mir kommt, dann wird es schon irgendeinen Hintergrund haben. Und dementsprechend wird er seines Kapitänsamtes enthoben und Phil Neumann wird neuer Kapitän. Er soll sich nicht zu sicher fühlen. Noch mache ich es nicht, aber wir kommen darauf zurück. So, wir scouten mal, bevor wir ins letzte Spiel gehen, wie ich es gerade angekündigt habe. Wir brauchen auf jeden Fall Innenverteidiger. Tim Schmidt, komm, wir investieren unser Geld. Wir brauchen ein Scouting-Netzwerk und irgendwie müssen wir unser Geld hier ausgeben. Wir haben ja die Vorgabe vom Vorstand bekommen. Wir wollen aber keine großen, unrealistischen Transfers machen, also investieren wir in unser Scouting-Netzwerk. Und wir setzen den nach... Komm, setz den mal nach Österreich. Vielleicht haben wir ja in Österreich irgendwas, was da schlummert. Marco Rojas, ehemals VfB Stuttgart. Flügelspieler. Halt auch schon fortgeschrittenes Alter, aber wer weiß. Brooklyn Eze hat aktuell einen 3-Sterne schwachen Fuß. Wir wissen, der könnte theoretisch auch Innenverteidiger spielen. Ist jetzt auch nicht der allerschnellste. Hat sich aber bisher ganz gut gemacht. Ich überlege, ob wir den vielleicht zum
inversen Außenverteidiger umschulen, sodass wir seinen schwachen Fuß steigern, sodass wir den auf rechts stellen. Schlecht für Moroja und dem, aber dann hätten wir mit Köhn und Eze zwei, die mir bisher zumindest am besten gefallen haben. Wollen wir das machen? Oder sagt ihr, nee, lass mal bei Moroja und dem lieber bleiben, dann gibt ihr nochmal weiter die Chance. Ich setze ihn erstmal auf diese Sache, beziehungsweise ich setze ihn nicht dahin, weil noch weiß ich ja nicht, ob ihr das wollt. Aber schreibt mir das gerne mal, weil das würde mich interessieren, ob das vielleicht in eurem Sinne ist. Und solange machen wir ihn offensiv, damit wir ein bisschen mehr Tempo drin haben. Wir haben keinen wichtigen Spieler bei Magdeburg, doch Barisch-Artig natürlich. Wichtiger Offensivspieler. Und wir machen eine Schnellsimulation zum Ende. Wir machen eine Schnellsimulation zum Ende und wir hoffen, dass uns diese Elf, die im letzten Spiel in Teilen überzeugt hat, den Sieg bringt. Es wäre so wichtig. 1:1. Simulation bisher zweimal schnell, zweimal unentschieden. Vogelsammer macht unser Tor, nachdem Schuler den FCM in Führung gebracht hatte. Und damit gehen wir aus dieser Episode raus. Mit Tabellenplatz 9, mit 15 Punkten aus 11 Spielen. Ich hoffe, diese Karriereeinlage hier auf dem Kanal hat euch gefallen. Es sind gemischte Gefühle, wird im Chat geschrieben. Das passt auch sehr, sehr gut. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, wie das weitergehen wird. Aber wie gesagt, ihr habt die Chance, bei Brooklyn Eze eure Meinung zuzusagen. Ich bin sehr gespannt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier auf YouTube oder im Stream. Schaut gerne vorbei, der Link ist in der Videobeschreibung. Und dann bin ich für heute raus. Und hoffe, nächstes Mal wird besser. Meine Güte. Bis zum nächsten Mal.